Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Heute ist ein weiterer Veteran an der Reihe, der schon seit dem ersten Smash Bros. Bisher jedes Mal dabei war und als der ich auch immer sehr gern gespielt habe, nämlich Fox. Das sind seine alternativen Kostüme. Übrigens, das hier sieht auch ein bisschen aus wie Wolf aus Super Smash Bros. Brawl. Vielleicht ist das so ein bisschen ein Vertröst, weil... Eine Vertröstung, meine ich. Weil er ja in diesem Spiel nicht vorkommt, dass er zumindest hier als Kostüm für Fox vorkommt. Naja, aber ich glaube nicht, dass das Fans von Wolf wirklich zufriedenstellen wird. Naja. Ich war nicht wirklich ein Mega-Fan von ihm, aber ich habe ihn jetzt auch nicht gehasst. Ich fand ihn eigentlich sogar ganz okay, weil er hat sich schon deutlich, deutlich anders gespielt als Fox und Falco. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Jetzt geht's um Fox. Und gleich mal in unserem ersten Kampf kämpfen wir gegen Ness, ebenfalls ein Veteran. Was hat sich an Fox denn alles geändert? Ja, im Prinzip gar nichts, glaube ich. Also an ihm ist auch das allermeiste gleich geblieben. Jetzt kann ich das zurückschleudern. Und die Kanone ist schon tot dadurch. Nein, verdammt. Ja, lol, der kriegt einen Lavados. Wow, wow, wow. Also Lavados macht nicht viel, aber wenn man Lavados berührt... Dann wird man sterben. Ziemlich sicher. Außer man hat... Scheiße, das war ein Fehler. Wow. Außer man hat jetzt null Schaden oder so. Gerade. Aber normalerweise, wenn man ihn berührt, dann stirbt man. Und der erste Kampf läuft schon wieder nicht ganz so nach meinen Vorstellungen irgendwie. So, gutes Pokémon. Ja, geht so. Also das ist sehr interessant, dieses Viech. Ich weiß nicht genau... Ach, das wirkt auch nur, wenn ich jemanden durchwerfe. Ach so, ich hab gedacht, das macht den Gegner grundsätzlich langsamer, aber das stimmt. Fuck. Aber das stimmt ja gar nicht. Es macht ihn nur langsamer, wenn er durchspringt. Nicht durchspringt, wenn er durchgeschleudert wird. Okay, das ist ziemlich interessant. Und der Flying Man stirbt bitte mal, vielen Dank. Ah, fast. Ich hätte ihn fast mit dieser wunderschönen Kapsel getroffen. Ness, jetzt hör auf zu nerven. Hör auf. Zu. Zu. Oh, da ist wieder ein Flying Man, den hole ich mir. Und eine Helfer-Trophäe. Okay. 3 gegen 1, das ist doch fair. Okay, ich glaube, da würde jetzt nicht mehr ganz so viele Chancen haben. Aber irgendwie, meine Helfer machen nicht wirklich viel. Ah, doch, machen sie, okay. Die Helfer-Trophäe hat ihn gerade sehr schön gekillt. Okay. Ja, ich habe euch jetzt gar nicht wirklich seine Attacken gezeigt, die von Fox. Aber wie gesagt, sie sind eigentlich wirklich alle die gleichen geblieben. Also an seinen Spezialattacken wurde nichts verändert. Er hat immer noch auf Standard-Spezial den Schuss. Der Gegner zwar Schaden macht, sie aber nicht zurückwirft. Auf seitlich hat er immer noch diese enorm schnelle Attacke da. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Nämlich, wartet. Die hier. Zack. Und zack. Seine Spezialattacke nach oben ist immer noch das Feuer, das er in die verschiedenen Richtungen steuern kann. Und seine Spezialattacke nach unten ist immer noch der Reflektor. Also da hat sich wirklich nichts geändert. Und ich glaube auch an seinen Spezialattacken nicht wirklich. Ich meine, er hat jetzt genau wie jeder andere nochmal einen Finisher-Move am Ende von seiner Schlag-Kombo. Aber ich glaube, sonst sind tatsächlich auch alle seine Spezialattacken, seine Standardattacken meine ich, sorry, sind die auch gleich geblieben. Ich werde mal Luftattacken, werde ich mal nochmal kurz ausprobieren, aber ich glaube, das sind auch dieselben. Hilfe! Oh Gott! Das ist derselbe, das ist derselbe und das ist derselbe. Ja, also Fox ist wirklich komplett gleich geblieben. Vielleicht wurde eine Attacke von... Wow, 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 wow. Von der Stärke her oder von der Ausführungsgeschwindigkeit ein bisschen verändert, aber mehr auch nicht. Also prinzipiell ist er noch genau derselbe Charakter wie... Er ist schon in Brawl war. So, und die Bienen... Boah, Alter, hey. Die Bienen nerven mich gerade ziemlich. Die könnten sich mal verpissen. Scheiße. Wenn ich ihn jetzt hier richtig treffe, hätte ich... Was war das denn? Wenn ich Little Mac da rechts außen schön getroffen hätte, hätte ich ihn sogar töten können. Aber... Nee, wow, da ist eine Krabbelmine oben. Das sollte ich aufpassen. Ich will das Ding aber runterhauen, damit ich die treffen kann, die beiden. Sehr schön. Genau so nämlich. Mann, jetzt kann wenigstens einer von euch mal sterben. Also die Teamkämpfe sind echt immer die schwierigsten, finde ich. Mit Abstand, weil man muss halt hier gegen 2 Charaktere gleichzeitig kämpfen, weil
Der eigene Teampartner stirbt halt immer sofort. Jetzt trifft mich dieses Viech gleich und tötet mich komplett. Nein. Ultra Smash, meine vielleicht schon letzte Hoffnung. Ja, lol. Okay, ich bin tot. Yep. Yep, das kriegen wir nicht mehr hin. Jetzt sehen wir auch den Ultra Smash von Bowser Jr. Wir nehmen dauerhaft... Ja, der ist mega overpowered. Ich habe keine Ahnung, was man gegen den machen soll. Der ist ultra overpowered, der Ultra Smash von Bowser Jr. Ja, das ist unfair. Mann! Immer diese Kack-Teamkämpfe, wie ich die hasse. Ja, leck mich am Arsch, nochmal neu. Wir waren zwar jetzt schon in Stage 2, aber ich möchte trotzdem nochmal neu machen, weil... Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, sorry. Aber... kann doch echt nicht euer Ernst sein, oder? Mann, ey. Nimmt schon wieder einen Teamkampf, natürlich. Jetzt hasst mich das Spiel. Gegen Schalk und den Dark Pit. Und wir haben... Wen haben wir? Ich hab's jetzt nicht mehr genau gesehen. Ich glaube Little Mac, oder? Ja, genau. Okay. Echt richtig nervig. Richtig, richtig nervig. Aber, ja, es ist halt wirklich so. Die Teamkämpfe sind mit Abstand am schwierigsten. Ich meine, die Einzelkämpfe sind auch schon nicht leicht. Muss man wirklich sagen, weil... Wow. The fuck, du verdammter... Kleiner... Wer war das gerade? Ich glaube, Schalk. Dass das auch noch hier geht, finde ich auch so kacke. Die, ja, genau das hier nämlich. Dieser komische Sprung von einem Charakter, wenn sich beide gerade in der Luft befinden. Da muss man einfach den Sprungknopf drücken oder halt nach oben. Wenn man gerade den Gegner berührt, dann gewinnt man selber an Höhe und drückt den Gegner dabei nach unten. Das finde ich ist so ein Kack, weil dadurch bin ich schon so oft gestorben. Ich weiß, hört sich jetzt blöd an, aber das... Das ist irgendwie eine Mechanik, die ich nicht ganz so gern mag. Aber naja, wir haben es ja jetzt trotzdem hinbekommen. Deswegen sollte ich mich nicht so sehr aufregen. Und wir kriegen Falco zu unserer Seite gestellt. Na, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Und gegen Riesen Sonic geht's jetzt also. Das werden wir doch wohl auch hinkriegen. Und übrigens, ich wollte gerade eben nochmal... Das habe ich jetzt vergessen. Er macht eine Rolle nach draußen und stirbt. Ich wollte gerade eben nochmal was zu dem Ultra Smash von Bowser Jr. sagen. Denn als wir Bowser Jr. gespielt haben, haben wir glaube ich niemals die Chance bekommen, seinen Ultra Smash zu sehen. Deswegen sage ich jetzt mal kurz was dazu, was ich davon halte. Ihr habt ja gesehen, er hat sich in Mario Morgana verwandelt, bekannt aus Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine war ja auch das erste Spiel, in dem Bowser Jr. überhaupt auftrat, wenn mich nicht alles täuscht. Und er malt mit seinem Pinsel dieses X auf dem Bildschirm. Meisterball, Meisterball, Meisterball. Und ich glaube, ich weiß... Fuck. Ich weiß noch nicht, ob ich den überhaupt hundertprozentig verstanden habe. Aber ich glaube, es ist so, dass dieses X halt die ganze Zeit auf dem Bildschirm bleibt. Und immer wenn ein Gegner das X berührt, also irgendwo an irgendeiner Stelle, dann nimmt man Schaden. Und da ist halt nahezu den ganzen Bildschirm bedeckt, nimmt man die ganze Zeit Schaden. Und dann ganz am Ende, kurz bevor der Ultra Smash endet, explodiert das X, könnte man glaube ich sagen, und macht dann nochmal extra Schaden. Also, das ist eine Attacke, der man irgendwie nicht so wirklich entkommen kann, von der man getroffen werden muss und dann auch noch richtig viel Schaden nimmt. Also, ich finde wirklich, Bowser Jr. hat einen der besten Ultra Smashes bekommen. Sehr schön. Und zack! Wie er halt einfach mal überhaupt nicht wegfliegt, obwohl er 200 Schaden hat. Mann, jetzt stirb halt endlich, DK. Ja, genau. Das gibt's doch nicht. Was zum Teufel? Danke. Okay. Aber wir sind zumindest mal in diesem Part nicht in der ersten Stage gestorben, sondern in der zweiten. Das ist ja auch etwas, was relativ selten vorkommt, denn... Entweder sterben wir ganz am Ende oder ganz am Anfang, aber mittendrin eigentlich nie. So, gegen Yoshi. Der erste normale Kampf, glaube ich, aus diesem Lauf, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das müssen wir, glaube ich, hinkriegen. Denn wie gesagt, mit Fox spiele ich eigentlich relativ gerne. Ich habe schon immer gerne mit ihm gespielt, ich mag seine Attacken. Er ist schnell, aber trotzdem nicht zu schwach, also passt alles. Geh mal zu Entei. Geht zu Entei? Ja, genau, so ist brav. Mann, ist der blöd. Sehr schön. Und gleich mal auf 96 Schaden hoch. Und wir kriegen eine Feuerblume. Yay.
Super. Ah, die Feuerblume wurde irgendwie auch abgeschwächt hier. Die ist nicht mehr ganz so stark. Kugelwilli. Und. Wartet. Zack! Schade. Genau der falsche Moment. Naja. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Die Vorwärtsattacke von Fox in der Luft, also wo er so fünfmal hintereinander zutritt, ich glaube fünfmal oder vielleicht auch viermal, die finde ich auch richtig, richtig gut. Das ist eine meiner Lieblingsattacken überhaupt, weil sie ist relativ stark für eine Luftattacke, macht sehr, sehr viel Schaden und kann den Gegner, ja, halt oft hintereinander treffen und es sieht auch einfach nur cool aus, wenn er ihn da so megamäßig verprügelt. Ja, wenn ich klein bin, was soll ich da machen? So, aber er müsste gleich tot sein. Er müsste jede Sekunde tot sein. Er müsste jede. Zack! Und nochmal. Sekunde. Tot sein. Hallo, er hat 194 Schadenspiel. Warum stirbt er denn nicht? Hallo? Na. Oh, Yoshi, jetzt hör halt auf, mich zu nerven. Wenn da jetzt eine Bombe drin. Da ist echt eine Bombe drin. Ach du Kacke. Okay. Das war jetzt ein bisschen knapp. Ey, Yoshi. Ich meine jetzt nur noch Smash-Angriffe, ja genau. Warum denn nicht gleich so? Also, das war jetzt nochmal wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass man auch wirklich sieht, dass auf Schwierigkeit 9.0 nicht nur die Gegnerstärke an sich angehoben wird, also halt nicht mehr Stufe 1, sondern Stufe 9 oder so, sondern dass auch eindeutig ihr Angriff und ihre Verteidigung eine Million Mal besser ist als meine. Das hat man jetzt wirklich deutlich gesehen. Ich meine, der hatte 190 Schaden und ich kick ihn nicht raus. Und wenn ich 50 Schaden habe, dann fliege ich schon durch die Gegend wie, weiß ich nicht was. Also hat man wirklich deutlich gesehen jetzt. Okay, mit Fox gegen die Mies. Es gefällt mir schon mal nicht ganz so gut, dass ich sie nicht totrennen kann. Es geht ja bei sehr, sehr vielen Charakteren, dass man einfach nur rennen muss in die Gegner, also reinrennen und die Rennattacke halt machen und dann sterben sie schon. Aber bei Fox geht das nicht. Die ist wohl zu schwach dafür. Und das ist halt schon immer dann ein bisschen nervig, weil man muss die Gegner dann oftmals auf relativ hohe Prozente bringen, um sie mal irgendwie töten zu können. So, kommt der. Ja, selbst Smash-Attacken reichen nicht aus. Ihr seht das ja, also. Ah, jetzt bin ich da recht. Okay. Ich habe mich jetzt irgendwie gerade nicht mehr gefunden. Ich habe nicht gecheckt, dass ich gerade dabei war, in den Abgrund zu fallen. Zack. Ja, die bringt auch nichts, die Attacke. Was ist mit der eigentlich? Nein, fuck. Seine Reflektorattacke kann ja auch Schaden machen. Wenn man sie nämlich genau in dem Moment einsetzt, wo man an dem Gegner dran steht. Lass mich. Mann, lass mich das halt jetzt mal ausprobieren, verdammt. Haut die gut weg? Nein. Haut sie nicht, okay. Dann lassen wir das. Alter, den habe ich jetzt richtig verprügelt. Erst zweimal so eine mitgegeben und dann noch eine Bombe hinterhergeworfen. Alter, der Arme. So, jetzt bin ich auch mal gestorben. Und die Bombe wird jetzt gleich ein. Nein, wird sie nicht töten. Okay, sie sind schlau genug, über eine Bombe drüber zu springen. Meinen Respekt, meine Lieben. Das hätte ich euch gar nicht mal so zugetraut. So, und jetzt werden wir es doch wohl hinkriegen, oder? Also, ja, ihr seht schon, es ist echt ziemlich nervig mit Fox, weil er nicht wirklich eine Attacke hat, mit der er die Gegner sofort killen kann. Vielleicht seine Luftattacke nach oben. Aber mit der halt jedes Mal zu treffen, ist auch nicht ganz so einfach. Da ist wieder der Käfer. Mach mal. Aber er trifft keinen. Schade. Oh Gott, wir könnten jetzt sogar fast sterben. Tun wir aber nicht. Okay, das war dann nochmal ziemlich eng zum Schluss. Also mit Fox, diesen Mii-Kampf da zu machen, ist echt nicht einfach. Da ist er einer der ungeeignetesten Charaktere dafür. Keine Ahnung, wie das jetzt richtig hieß, aber ist mir auch völlig wurscht. Denn jetzt geht's gegen Meisterhand. Und Crazy Hunt. Okay. Eigentlich müsste da Fox gar nicht so schlecht sein, denn er ist schnell, aber nicht zu schwach und er ist gut in der Luft. Er hat auch noch einen Reflektor, was auch teilweise ganz nützlich sein kann gegen die Schwerter zum Beispiel. Also, ja, ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich sollte das wahrscheinlich nicht so laut rausposaunen, denn immer wenn ich das getan. Ah, das geht bei denen nicht. Immer wenn ich das getan habe, dann haben wir danach gefailt. Aber wir werden das doch jetzt wohl hinkriegen, oder? Also komm schon. Ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit relativ wenige Probleme beim Final Boss. Den kriegen wir eigentlich in. Lass mich mal schätzen.
70 bis 8, ja 80 nicht, bis 70% der Fälle hin, sagen wir mal. Also gelingt schon tatsächlich relativ oft, dass wir den Final Boss im ersten Versuch platt machen. Wenn, dann sterbe ich davor irgendwo. Das ist tatsächlich wahrscheinlicher, als dass ich beim Final Boss sterbe, was ziemlich lächerlich ist. Fuck. Ich weiß auch selber nicht, warum das so ist, aber ich habe halt den Final Boss jetzt einfach schon so oft gespielt. Und ach du Kacke. Ja, fuck. Könnte halt auch daran liegen, dass es beim Final Boss keine Items gibt. Und bei den davorigen Kämpfen schon. Und immer wenn halt Items im Spiel sind, dann ist auch etwas Glück mit im Spiel. Und deswegen kann man bei den Stages davor halt nie so genau einschätzen, wie es jetzt enden wird. Aber beim Final Boss hat man einfach dadurch, dass es keine Items gibt, ja, wie soll ich sagen, ja, viel mehr Kontrolle über den ganzen Kampf, sage ich jetzt mal. Okay. Wir konzentrieren uns wieder. Ich war gerade ein bisschen unachtsam, weil ich wieder so ein bisschen vom Thema abgekommen bin. Abgekommen bin. Also man muss sich schon auf jeden Fall konzentrieren, wenn man gegen die Bossgegner kämpft, das ist schon klar. Aber ich habe halt mittlerweile ihre Attackenmuster wirklich einigermaßen raus. Fuck. Das ist wieder so typisch. Genau in dem Moment, wo ich sage, werde ich heftigst verprügelt von ihm. Das ist so typisch einfach nur. Okay. Das gilt aber vor allem für die Schwerter, denn bei den Schwertern habe ich ja wirklich am Anfang von dem LP noch überhaupt nicht gewusst, was ich gegen die machen soll. Da konnte ich nichts gegen die ausrichten. Ich wurde nur getroffen. Aber mittlerweile habe ich wirklich gegen fast jede Attacke einigermaßen eine Möglichkeit, um auszuweichen. Selbst bei der Attacke habe ich jetzt nicht mehr wirklich Probleme. Obwohl das ja immer für mich so eine Attacke war, wo ich gesagt habe, da ist es unmöglich, der auszuweichen. Ja, und der Reflektor gegen die Schwerter, ihr habt es gesehen, ist wirklich an einigen Stellen ziemlich nützlich. Sehr schön. Getötet durch seine eigenen Klingenwirbel. Sehr schön. Und damit fehlt nur noch der Schattengegner. Wir werden jetzt mit Sicherheit noch einmal sterben, weil wir 1 Million Schaden haben gefühlt. Aber ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir sterben. Wir müssen es halt einfach nur hinkriegen. Ja, das war jetzt schlecht von mir, muss ich zugeben, aber wie gesagt, das jetzt hinzukriegen, ohne nochmal zu sterben, wäre auch ein Wunder gewesen. Muss ja nicht sein. Wir wollen es ja einfach nur hinkriegen. Boah, der Fünffachkick, der ist so cool. Der ist so cool. Okay, also lang hält er nicht mehr durch. Na? Nein? Hör auf zu nerven. Ja, wir treffen uns beide nicht mehr wirklich. Wir gehen sehr in die Defensive, das merkt man wirklich. So, wir schießen ihn mal ein bisschen ab. Kann auch nicht schaden. Okay, also lang hält er nicht mehr durch. Nein, ich dachte, er stirbt sogar, aber er konnte sich noch retten. Jetzt muss ich sogar ein bisschen aufpassen. Aber das werden wir doch jetzt wohl schaffen, oder? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch sterbe, dann bin ich echt schlecht. Zeit haben wir auch genug, also darum muss ich mir keine Probleme machen. Das war ja auch schon öfters mal der Fall, dass es wegen der Zeit nicht ausgereicht hat, aber von der Zeit her passt's hier und wir haben es geschafft. Here I come! Come on! Okay. Dann verprügeln wir wieder einmal den Master Core. So ein bisschen hier sowas, warum nicht? Bringen ihn mal hoch auf 100. Ich will mal sehen, ob das schon reicht. Zack. So. Moment. Reicht das schon? Nein, aber fast. Aber jetzt! What? Ernsthaft? Dann machen wir die nach oben. Kabam! Zack. Boah, ich finde immer noch, das sieht so episch aus, wenn man den Masterkern zerstört. Diese ganzen Lichteffekte da. Sieht echt richtig cool aus. Ich weiß noch nicht genau, was es jetzt damit auf sich hat. Mit dem Masterkern, weiß ich immer noch nicht. Ich meine, ja, der Masterkern steckt ja offenbar in der Meisterhand drin. Oder so. Und aktiviert sich dann, wenn sie genügend Schaden bekommen hat oder so. Aber, ich meine, war der schon immer da drin? Auch schon seit dem ersten und auch in Melee und auch in Brawl? Er hat sich aber nur nie gezeigt? Oder was ist da los? Keine Ahnung. Wir werden es wohl niemals erfahren. Bam, bam, bam. Ich bin ja auch schon gespannt, wie es denn in der Wii U-Version sein wird. Ob es da auch einen. Ja, gut, es wird auf jeden Fall einen klassischen Modus geben. Also, das würde mich schwerst wundern, wenn es keinen gäbe.
denn der ist schon seit dem ersten dabei, deswegen heißt er ja auch klassischer Modus. Nee, aber ich frage mich, ob der anders ablaufen wird als hier in 3DS, in Super Smash Bros. 3DS, denn sie haben ja eh schon einiges verändert, was den klassischen Modus angeht. Er funktioniert ja eigentlich schon ein bisschen anders. Ich meine, dieses Prinzip mit den verschiedenen Stages und entweder Teamkämpfe oder Riesenkämpfe oder Metallkämpfe, das kennt man. Aber dass man sich die Route aussuchen kann, ist schon komplett neu und dann der Final Boss natürlich auch. Hat man auch noch nie vorher gesehen, sowas. Und ja, ob sie dasselbe in der Wii U-Version auch wieder machen werden, keine Ahnung. Und wenn sie dasselbe machen werden, wird wenigstens der Final Boss ein anderer sein oder werden wir dort auch ganz am Ende gegen den Master Kern kämpfen? Keine Ahnung. Übrigens sehr, sehr süßes Endbild. Fox streichelt den Nintendog. Come on! Okay. Unglaublich! Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in diesem Part noch etwas, was ich euch immer noch nicht gezeigt habe. Zumindest nicht wirklich, nur einmal, glaube ich. Nämlich den Smash, den ganz normalen. Nicht online, das gibt es dann wahrscheinlich wieder beim nächsten oder übernächsten Mal. Ich möchte jetzt nämlich beim Smash ein bisschen gezielter darauf achten, was mir noch fehlt. Mir fehlt noch was mit dem Villager, aber mit dem möchte ich noch nicht kämpfen. Oder möchte ich? Doch, wir können eigentlich jetzt mal mit dem Villager kämpfen. Warum denn nicht? Und zwar entweder im Null-Bombenwald oder auf der Turtle-Insel. Wir machen den Null-Bombenwald und Ultra Smash mit Kirby und Ultra Smash mit Pac-Man fehlt mir auch noch. Okay. So, ein ganz normaler Smash. Was kann man denn hier alles machen? Das habe ich euch ja noch gar nicht gesagt. Deswegen zeige ich euch das jetzt alles. So, wir nehmen mal den Villager und machen mal einen ganz normalen 1 gegen 1 gegen einen Neuner ohne... wo kann ich das einstellen? Nee. Hier, genau. Na, ohne Items. Deaktivieren alle, ja. Oder Moment, war das jetzt falsch? Moment, nochmal. Ich muss mal kurz überprüfen. Ich bin bei den Items noch ein bisschen verwirrt. Weil ich kann einmal auswählen, aktivieren und deaktivieren. Und ich kann einmal auswählen, alle und keine. Ach, das ist einfach nur zum Markieren, glaube ich. Ja, okay, passt schon. Und wir machen einen Kampf mit 2 Leben. Und lassen erstmal alles andere so, wie es ist. Wir nehmen, wie gesagt, den Villager, auch wenn ich mit dem nicht gut bin. Vor allem, weil ich mit ihm noch nicht wirklich viel gespielt habe, außer in der Demo. Und wir nehmen den, wo ist er denn? Ich finde ihn gerade nicht. Da ist der Null-Bombenwald. Und wir nehmen mal nicht die Omega-Version, sondern die ganz normale. Okay. Also ein ganz normaler Smash-Kampf. Oh, und gegen Zero Suit Samus. Sehr schön. Ja, jetzt, ich bin aus dem Konzept geraten. Wie auch immer, ein ganz normaler Smash-Kampf 1 gegen 1 ohne Items kann man machen. Natürlich, man hat hier sehr, sehr viele Optionen, was man im normalen Smash alles machen kann. Und werde ich euch auch noch jetzt hier in dem Part ein bisschen zeigen, was man denn noch alles für Möglichkeiten hat. Wenn man vielleicht nicht ein 1 gegen 1 machen will und die Items schon dabei haben will oder auch nicht oder was auch immer. Also werdet ihr schon noch sehen, keine Angst. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dem Part. Deswegen passt das schon. Und ich möchte ja, wie gesagt, jetzt auch mal die Meilensteine endlich voll bekommen. Und zu den Meilensteinen gibt es übrigens auch noch etwas, was ich euch, ja, sagen muss, aber ich euch nicht sagen will, denn ich habe mich da bei den Meilensteinen ein bisschen spoilern lassen, was da passiert. Ich habe es mir aber eigentlich schon gedacht, aber ich verrate jetzt mal noch nichts. Wir werden schon sehen, was ich damit meine. Ich weiß, ich spreche jetzt ein bisschen in Rätseln, aber wie gesagt, wir werden es schon noch sehen. So, hör mal auf zu nerven, Zero Samus. Ich möchte dich jetzt gerne besiegen. Also der Villager hat ja schon echt interessante Attacken und wir werden uns die natürlich noch genauer im Detail ansehen, wenn wir mit ihm den klassischen Modus durchmachen werden. Das ist eigentlich auch immer ganz gut, dass ich den klassischen Modus wirklich mit jedem Charakter durchmache. Denn dadurch kann ich euch auch jeden Charakter, vor allem die neuen natürlich, auch schön vorstellen und euch all ihre Attacken zeigen und dazu was erklären. Also denke ich mal, ist es schon ganz sinnvoll, dass ich es auch wirklich mit jedem einzelnen Charakter mache. Und eigentlich könnte Zero Suit Samus jetzt dann doch mal sterben, oder? Was hältst du davon, Zero Suit Samus, hä? Na, ich glaube, sie hält nicht ganz so viel davon, aber sie muss leider sterben. Hoffentlich zumindest. Fuck. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich nochmal sterben. Aber vielleicht kriegen wir es auch hin, sie zu töten, bevor sie uns nochmal töten kann. Ah, tatsächlich, sehr schön.
Es ist ein nach oben Smash, ist ganz cool, finde ich. Aber wie gesagt, dazu kommen wir noch, wenn wir mit dem Villager mal den klassischen Modus machen werden. Der Bewohner! Sehr schön. Bester Name auch. Bester Name. So. Jetzt machen wir mal etwas anderes. Denn jetzt gibt es, das war jetzt eher so hart auf hart mäßig und jetzt gibt es eher was Geplänkelmäßiges. Lauter neuner Computer. Alle Zufall. Ich nehme wieder den Villager, weil wir ihn halt brauchen. Wir spielen. Wir machen mal einen 2-Minuten-Kampf. Man könnte auch mit Personalisieren einstellen. Wir spielen auch mal mit Handicap ein. Fluganfälligkeit, da machen wir mal 2, also man fliegt doppelt so schnell raus. Und Stage-Auswahl machen wir. Ne, da möchte ich frei wählen, weil ich möchte ja eine bestimmte haben. Und Items machen wir aktivieren. Alle. Ja, alle. Oder machen wir doch alle an. Da werde ich übrigens auch noch durch jedes einzelne durchgehen und euch mal irgendwann erklären und vorlesen und so, aber nicht jetzt, da habe ich jetzt gerade keinen Bock. Aber kommt schon noch. So, Handicap. Wir können jetzt etwas sehr Witziges machen. Das machen wir sogar. Wir machen jetzt einen 300. Nein, einen 300er Smash. Genau. Jeder Charakter hat 300% Schaden und man fliegt auch noch leichter raus. Also, das wird jetzt witzig. Deswegen passen 2 Minuten auch schon. Es wird jetzt genügend Kills geben, glaubt mir. Und wir spielen auch. Was fehlt mir jetzt noch? Genau, die Turtle-Insel. So, jetzt macht euch auf was gefasst, Leute. Jetzt werden gleich die Fetzen fliegen, aber so richtig. Ja, mal gucken, wie das jetzt so wird. Wir spielen gegen Ganondorf, Yoshi und Fox. Sehr schön, wir haben gleich mal 2 Kills abgestaubt. Ich glaube, ich sollte hier. Wow. Ziemlich oft die Gyroids, oder wie das heißt, Rakete machen. Wow. Weil die ist eigentlich ganz cool, wenn sie beim Gegner explodiert, weil dann nimmt sie ihn halt sofort mit. Und was wollen diese Geister hier eigentlich? Wer hatten die überhaupt gerufen? Keine Ahnung. So, töte mal bitte. Nee. Irgendwie ja nicht. Fuck. Seine Rennattacke ist eigentlich auch ganz cool, die vom Bewohner, weil das ist auch so minimal eine Fernattacke sogar. Aber nur minimal. Gib mal das Schild her, das ist, glaube ich, gar nicht so unpraktisch. Na, komm her. Sehr schön. Und Ganondorf wird auch gleich sterben. Genau, sehr gut. Man kann auch nicht sehen, wie viele Kills man gerade wirklich hat. Man sieht immer nur, wenn man jemanden getötet hat, dann erscheint bei dem Charakterbild ein Plus 1. Und wenn man gestorben ist, erscheint ein Minus 1. Aber wie es gerade steht, das weiß man nicht, damit es bis zum Ende hin spannend bleibt. Ich glaube aber, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist so, dass man das später aber schon noch einstellen kann, dass das auch angezeigt wird. Es war nämlich in den früheren Smash Bros. Teilen, zumindest in Brawl und ich glaube in Melee auch, da war es auch so, dass das eigentlich nicht ging, dass es eigentlich nicht angezeigt wurde. Es gab aber eine Option, mit der man es schon anstellen konnte. Ich glaube aber, dass es in diesem Smash Bros. So ist, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört oder gesehen, dass man bei den Regeln, die man festlegen kann vor jedem Smash, dass man da erst eine zweite Seite freispielen muss und noch nicht von Anfang an hat. Was ich sehr interessant finde. Aber ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, da könnte ich mir jetzt täuschen, aber ich glaube, das war in Brawl sogar auch so. Da musste man auch die zweite Seite erst freispielen. Was eigentlich ziemlich komisch ist, aber ja, ich weiß nicht genau, wie das geht, wie man die freispielen kann, aber wir werden es schon noch irgendwann herausfinden. Und wir haben gewonnen, yay! Der Bewohner! Nochmal hier die Werte. Wir haben 13 Kills und 5 plus, alle anderen haben Minus. Wir sind auch am wenigsten oft gestorben, dafür haben wir einen Self-Kill. Keine Ahnung, wie wir das hingekriegt haben, aber wir haben auf jeden Fall gewonnen. Okay, sehr gut. Und wir kriegen Kämpfe dreimal mit dem Bewohner, Balloon Fight als Stage. Ja, die haben wir ja schon öfters im Classic-Modus gesehen. Das ist die, wo man links und rechts rauslaufen kann. Ist eine ganz interessante Stage, aber ich mag sie eigentlich nicht so gern, weil sie auch wieder ziemlich chaotisch ist. Aber naja. So, dann fehlt uns jetzt ja mit Pac-Man und Kirby noch ein Ultra Smash. Mit Kirby habe ich eigentlich im Classic-Modus mal einen Ultra Smash hinbekommen, aber das zählt offenbar nicht. Was ich ziemlich kacke finde. Also, man muss es auch im normalen Smash-Modus machen. Aber werden wir schon auch nochmal irgendwann hinkriegen. Balloon Fight wurde freigeschaltet. Du willst doch hoch hinaus, oder? Ja, warum denn nicht?
Okay. Dann würde ich sagen, war es das wieder für diesen Part von Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich noch wie immer sehr über einen Daumen hoch oder auch über einen Kommentar freuen. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr gerne auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir den klassischen Modus machen werden mit Falco. Bis dann, Leute.